Hallihallich, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Chunk Punk. Nein. Jetzt ist mein Aufzug weg. Naja. So, während wir auf den Aufzug warten, New World Robotics. Warten wir auf den Aufzug. Lesen wir ein Buch. Die Bedienungsanleitung von unserem schönen orangenen Roboter hier. Unser zweibeiniger Kuka. So. Und los geht's. Wäh. 6 Uhr am Morgen. AM am Morgen. So, ich packe erstmal Samen rein. Ich brauche das hier. So. Hier war voll, ne? Ja, hier ist voll. Aha, man sieht auch, ja, wir haben tatsächlich ein bisschen wenig Wasser. Bisher war ja das Wasser immer randvoll. Ich drücke immer hier die falsche Taste, Mann. Aber das ist, glaube ich, gar nicht schlecht mit meinem Energie. Achso, deswegen ist ja nichts, weil wir gerade das eingepflanzt haben. Mit meinem meiner Energieverdopplung des zweiten Windkraftwerks und der zweiten Solaranlage. Denn jetzt ist hier wieder alles aus. Obwohl, nee. Der Wind richtet's. Ja, aber das Ding bringt halt trotzdem nur 19, ne? Das ist trotzdem wenig. Okay, dann stellen wir aber erstmal einmal Windgenerator auf. Direkt daneben. Würde ich mal behaupten. Und einmal Leitungsfusionierer. Oh, Kabel habe ich natürlich. Kabel habe ich auch abgelegt. Schlau wie ich bin. So, dann. Nicht M. Dann noch einmal Solarmodul. Richten wir auch so rum aus. Ist ja völlig egal. So, und nochmal ein Leistung? Leistungsfusionierer, nicht Leitungsfusionierer. Ja, ist jetzt hier alles wie Kraut und Rüben. Egal. Aber hier hin. So. Okay, dann brauche ich Kabel. Da muss ich doch nochmal los. Durch den Sturm. Welcher uns gerade verlassen hat. Sehr schön. Ich bin ja echt gespannt, was da passiert. Gut, ich meine, wenn wir den Technologieschlüssel, das ist wahrscheinlich Sinn und Zweck der Aktion, den Technologieschlüssel aktivieren, also bauen und dann aktivieren, dann sieht das System, wer auch immer, dass Technologie vorhanden ist, also wir genug Zerealien hier rumliegen haben. Nein, Materialien natürlich, genug Ressourcen, um ein technologisches Wunderwerk zu erschaffen, sprich irgendwie diesen Technologieschlüssel und so weiter. Und mit dem biologischen Schlüssel sieht das System, dass auch Leben anhand von Pflanzen möglich ist, also wir uns auch ernähren können. Also nicht wir sind ja Roboter. El Roboto.
Aber die Menschen, wir machen das ja für die Menschen. Wir sind ja die Vorbereitung für die Menschen, die dann hier wieder einziehen sollen. So, Kabel einmal, zack, bumm, fertig. Und wieder zurück. Ja, und das ist ja, glaube ich, Sinn und Zweck des Ganzen. Dass der Planet wieder bewohnbar wird. Also vielleicht ist es ja auch so, dass wir einfach hier die monolithische Weltumwandlung aktivieren und dann trudeln hier plötzlich die Menschen ein. Könnte auch sein. Oder aber wir kriegen eine neue Task und das heißt, hier, bau uns mal für die Menschen schon mal alles. Also, mach mal den gesamten Schrott weg. Ja, das wäre übel. Aber, wie gesagt, wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, wo das Ganze hier hinführt. Und ja, wie gesagt, also ich könnte natürlich Let's Plays angucken oder sonst irgendwas. Hat ja bestimmt schon mal jemand gespielt und da schon die Weltumwandlung aktiviert. Aber das sehe ich dann selber. Dafür spiele ich es ja, ne? Also, und aktuell habe ich gerade sowieso nicht sonderlich viel mehr. Warum sind da so viele Lüftungsdinger dran? Hier 4 Stück, da 4 Stück, an den Seiten 4 Stück, da 4 Stück, da oben nochmal so ein riesiges. Da an den Seiten sind, glaube ich, auch welche. Also das Ding hier besteht eigentlich nur aus Lüftern, die alle stehen. Macht das Ding Wind oder was ist da los? Ganz komisch. So, dann machen wir einmal das hier weg. Mich wundert auch, dass das Ding Ladekabel heißt. So, jetzt ist hier aus. Schicht im Schacht. Kein Problem. Wo ist Leitung? Leistung? Verbindungen? Da. So, einmal von hier Output nach hier Input. Und einmal... genau. Von hier Output nach hier Input. Und dann... von hier Out... speichern. Nach hier Input und von hier Out nach hier Input. So, und schon liegen 32 an. Und dann das gleiche hier nochmal in grün. Einmal von hier nach da unten. Und einmal durch die halbe Weltgeschichte. Was? Nein. Warum? Warum nach hier oben? Nein, warum nach oben? So. Ich mach mal Lampe aus. So, jetzt kommen hier nämlich 144 rein. Winden tut's auch relativ gut gerade. Hier kommen 720, nein, hier kommen 32 rein. Und hier kommen 26 rein. Aber es fühlt sich, es fühlt sich. Hier sind wir sogar schon in einem gelben Bereich. Hier sind wir noch rot. Ach, wie schön das da drin stromt. Herrlich. Hier haben wir über 1000 schon. Ja, hier ist es ein bisschen langsamer, aber ist auch, weil gerade es bewölkt ist. Nicht mehr sehr viel Sonne da. 33% und abnehmend, da ist es klar. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall genug Saft. Hier gehen 20 raus in den Befeuchter rein, also jetzt sollten wir genug Strom haben. So, wir haben neue Pflanzen fertig.
So, wie sieht's aus im Inventar? Da sind jetzt nur noch Schaltkreise und das Zeug hier drin. Ja, trotzdem. Die Pflanzen, die passen trotzdem rein. So. Die nehmen wir auch. Oh, ich hab die... Hä? Jetzt habe ich die Samen tatsächlich wieder mitgenommen. Ah, shit. Die waren noch nicht fertig. Aber die sind alle fertig hier, ne? Ja. Ja, sollte ich vielleicht vorher drauf... Ja, siehst du, die sind mir auch nicht fertig hier. Sollte ich vielleicht vorher drauf schauen, dass ich hier nicht die Samen mitnehme. Jetzt haben wir hier kein Leben, aber Funzlan hier. So, wie sieht's hier aus? Jetzt ist der aus. Warum ist der jetzt aus? Wir haben doch genug Strom, hör mal. Wieso ist der abgeschalten? Null im Eingang. Hier auch null. Ist hier schon wieder alles leer. Hier ist leer. Und hier ist voll. Warum? Hier kommen 20 raus. 10 gehen rein. Ah ne, das war Wasser. Ach, dem kommt hier tatsächlich zu wenig an. Ja, aber hey, wieso teilt er das dann nicht auf? Ach so, klar. Weil hier immer nur 20 rauskommen. 52 gehen rein, aber es kommen nur 20 raus. Und hier kommt jetzt natürlich nichts mehr raus. Also haben wir hier auch nur 20... Das ist natürlich schwierig dann. Aber ich könnte hier ja nochmal, wir haben hier ja einen Verteiler, da ist ja noch Platz. Dann könnte ich doch theoretisch Leistung, Strom, Leistungsfusionierer. Dann bräuchte ich einen Stromteiler. Und den hier noch hinklatschen. Ja, pass mal auf. Machen wir das mal so. Und dann Verbindungen. Halt, dann machen wir erstmal so. Das hier weg. Und dann machen wir einmal Ladekabel hier nach drüben. Ah ja, genau. Hier hin. Und dann einmal von hier da rein. Und einmal direkt hier mit rein. So. Und dann haben wir hier trotzdem Verluste, oder? Ja. Die mag ich nicht, deswegen machen wir hier Leerkabel nach oben. Reicht das dann jetzt noch? Jetzt kommen hier nur noch 13 an. Hier kommen 54 raus. 27 und 27 gehen rein. So. Dann kommen hier 54 rein und dann wird halbiert.
4 mal 13. Ah, es wird immer gleich viel halbiert. Und deswegen kommen hier auch nur 13 an. Dann bräuchte ich theoretisch nochmal einen Fusionierer. Da fehlen mir jetzt Schaltkreise. Bringt nicht viel, ne, das... Jetzt kommt hier wieder mehr rein, das ist klar. Aber es gehen halt nur 20 raus. Hier kommen jetzt halt auch nur 13 raus, ne? In dem Fall jetzt sogar nur 6. Ne, das hat so keinen Wert. So, hier schwebende Kabel. Okay, so, Output. Und dann Verbindungen. Von hier wieder da, direkt rein. So, jetzt wird der hier wieder gefüllt. Hier gehen die 20 raus und hier kommen dann 40 raus. Ah, okay, Solar nimmt jetzt auch mal ein bisschen mehr auf. Dann sollte es eigentlich wieder besser reichen. Läuft auch jetzt wieder alles. Naja, gut. Da hätte man jetzt noch ein viel ausgeklügelteres System gebraucht, beziehungsweise wahrscheinlich noch mehr Akkus. Mehr Batterien. So, wir packen hier wieder welche rein. Das ist das. Das ist das da. Das hier ist das da. Und da ist da da. 26. Technikschlüssel. Oh nein! Oh. Mist. So, jetzt aber. Wäh. So, einmal neue Samen bitte, danke. Hä, alle 5 Minuten oder was? Vielleicht, wenn man da mehrere rausnimmt, dann... Aber war das nicht... War das nicht alle 2 Minuten? Ich finde halt hier echt lustig, wie die Schrift hier aus dem Ding rausragt. Hat schon was. Perth. Steht dran. Perth. So. Akku ist auch schon wieder Hälfte. So, hier haben wir jetzt 2000... Und hier füllt sich's auch langsam wieder, okay. Na, dann will ich mal zufrieden sein. So, Samen wieder verteilen. Da haben wir auch nichts drin. So und so. Da, 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 da. Haben wir hier schon was Fertiges? Nein. Haben wir hier schon was Fertiges? Oh ja, sehr gut. Das da, das da, das da, das da, das da und das da.
Hier ist alles leer. Hier ist auch alles leer. Ja, schön. Da müssen wir noch ein bisschen warten, wa? Lass mal sehen. Wie sieht's hier aus? Der ist voll. Und der hier füllt sich gerade auch wieder. 1276, 1282. Ja, sehr gut. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Folgenpause und sehen uns dann am Morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Chunk Punk. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.